jetzt ist der Erinnerungstag. Da wird hoffentlich Bescheid gegeben, wann genau das losgeht. Ich denke mal eher abends, oder? Keine Ahnung. Hallo Handwerker Claudi, tut mir leid, dass wir dich nochmal stören müssen, aber es gibt eine ernste Pandemausplage bei der Baumschule. Bitte komm so schnell wie möglich. Ja, jetzt nicht. So, was hier noch irgendwas? Kann ich selber machen. Ist ja geil. Pigment aus. Achso, Salpeter. Und Regenbogenblume. Ja, die habe ich noch nicht mal angepflanzt. Stahlblatt, das ist nichts mit Stein. So. Tag der Erde, 17 Uhr. Gut. Gut. 17 Uhr. Wo? Schätz mal im Rathaus, ne? Würde Sinn machen. Das abgeben. Ach so, hier, oder? Ach ja, die hatte mich auch um Hilfe gerufen. Ach du meine Fresse. Was sind das mit den Sternen? Für das Heilmittel. Okay, also wenn ich mal jetzt hier hin, erstmal in die Gilde.
Achso. Was ist das für eine grüne Plörre? Ich habe gerade nach dem Fluss gesehen. Er ist auch so. Nun hast du die Quelle gefunden? Ich habe es versucht, aber es kommt von oberhalb des Bassanio-Wasserfalls und der Aufzug ist schon lange kaputt. Alu, finde heraus, was hier vorgeht. Der Portia-Fluss ist unsere Wasserquelle. Ich will nicht, dass unsere Bürger von diesem komischen Schleim krank werden. Alles klar, ich schreibe einen Auftrag für einen Handwerker aus, um den Aufzug zu präparieren. Und ich finde heraus, wie wir das hier loswerden. Mach das. Dir wollte ich doch beauftragen. Handelsauftrag. Das ging schnell. Welch ein effizienter Handwerker. So. Straßenlaternen abbrennen. Zivilgruppe. Den Auftrag habe ich jetzt in der Tisch. Straßenlaternen. Okay. Untersuchen. Was zum Geil ist denn hier passiert? Das ganze Ding ist ja im Eimer. Nee, du find's. Okay. Das war aber mega klein. Sehr cool. Hier. Ich habe wirklich Angst. Oh, was? Achso, wegen dem Plörre. So, es ist erst 10. Silikonchip. Gefahrvolle Ruinen, verlassene Ruine. Das kann ja weiter werden. Davon habe ich tatsächlich. Nee. Lieber jetzt noch nicht. Damit.
Achso, ich muss noch zwei machen. Achso, es zählt erst, wenn ich aufgestellt habe. Es wäre Licht hier oben. Es wäre Licht bei... Sehr gut, da muss ich sowieso hin. Hier war... War sie schon noch hier? Bitte schön, Phyllis. Okay, die rennen alle da hoch. Seitdem das Wasser verschmutzt wurde, werden immer mehr Leute krank. Bauchschmerzen, Übelkeit, solche Sachen. Im Grunde ist es eine Wasservergiftung. Kann ich irgendwas tun? Nun ja, in der Tat. Phyllis arbeitet seit geraumer Zeit an einem Gegenmittel. Es lindert immerhin den Bauchschmerz, aber sie glaubt, dass sie einen besseren Grundwerkstoff braucht, um die Wirkung zu maximieren. Wir dachten da an Bambus-Papayas. Ach, super. Wenn du Zeit hast, finde einige, damit sie damit versuchen kann. Ich weiß nicht, ich habe viel zu tun. Ich habe keinen Bambus-Gedöns-Kram. Phyllis ist nicht da. Das ist schon mal schlecht. Ach, da hinten. Mein Appetitproblem kann nur durch eine Bestellung von... gelöst werden. Ach, so eine Bestellung. Das heißt, wenn ich die dir jetzt schenke, dann... nutzt das gar nichts. Danke, dass... Ach doch. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte mit ihr jetzt essen gehen müssen oder so. So, was ist mit dir? Ach du, mit deinem blöden Fischtopf. Hab ich nicht. So, die stehen jetzt hier alle so doof rum. Es geht aber erst um 15 Uhr los. Obwohl, es ist eine Veranstaltung, dann kann ich genauso gut jetzt irgendwelchen Leuten Krempel schenken. Oh, minus. Oh ne, plus 7, ich dachte eben. Ja, minus eine Astria, ja, das macht Sinn. Da ist er. Ich weiß, du stehst wahrscheinlich eher auf... Ah, ja. Ach, sogar bei der Sonja bin ich 15 hochgegangen. Haha, Mann, du weißt, wie man einen tollen Urlaub verbringt. Vielen Dank. Was?
verschmutztem Wasser schmeckt mein Essen furchtbar. Ich hoffe, dass die Ziviltruppe sich bald was einfallen lässt. Das ist toll, besonders an einem Tag wie heute. Ja, es ist sehr. Dann gebe ich noch sowas. Du stehst auf Glüblis. Wundervoll, das nehme ich. Nee, du nicht. Stehe ich nicht auf Blume, ne? Die Direktorin und ich haben versucht, den Schadstoff zu neutralisieren, aber es ist erweist sich als schwierig. Es ist definitiv eine Chemikalie aus der alten Welt. Ja, okay. Gut, ich muss Hartholzdiele, Eisenholzdiele und Carbonstahl für den Aufzug. Wo? Hier ist das werde Licht. Ach, hier ist eine TÜV-Haltestelle. Ah, okay. Ach, hier auch werde Licht. Gut, dann werde ich hier hinplacken. Ah, hier hinten. Ach du meine Güte. Das ist ja ewig weit weg. Das ist ja ewig weit weg. Da komme ich bis 15 Uhr nicht mehr hin. Würde ich mal vermuten. Obwohl, was macht denn das Getränk eigentlich? Macht mich nicht schneller. Nee, Verteidigung. Juckt mich nicht. Zumindest jetzt nicht. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich persönlich halte dies für einen sehr wichtigen Tag, der unsere Zeit wert ist. Bevor wir mit dem geplanten Programmpunkt weitermachen, erzählt Fräulein Lucy etwas von der Geschichte des Tages der Erinnerung. Fräulein Lucy, es ist aber noch kein 17 Uhr, ne? Hallo zusammen. Ach, so viele Leute. Das macht mich jetzt etwas nervös. Ich möchte darüber reden, wie es dazu gekommen ist, dass so ein ernstes Ereignis wie der Gang zum Friedhof zu einem so unterhaltsamen Feiertag geworden ist. Der Tag der Erinnerung hieß früher in der alten Welt Volkstrauertag. An dem Tag wurden an verstorbene Angehörige gedacht. Am Tag des Unheils haben viele ihr Leben verloren. In den Jahren direkt nach dem Tag des Unheils wurde der Volkstrauertag zu einem besonders traurigen Ereignis. Die Überlebenden erinnerten sich nicht nur an ihre Angehörigen, sondern auch an die vergangenen Zeiten. Der Anführer einer Gruppe in Aether entschied sich, aus diesem Tag der Trübsal einen Tag der Hoffnung zu machen. Also verkleidete er sich am Volkstrauertag als Geist und fing an, Fangen zu spielen. Da es unter der Erde wirklich dunkel war, hielten einige Leute den Anführer wohl tatsächlich für einen Geist. Einige eröffneten das Feuer, um sich zu verteidigen. Der Anführer starb. Okay. Doch sein Vermächtnis bleibt bestehen. Der Gedanke an den Volkstrauertag zu einem Tag der Hoffnung zu machen, fand bald auch bei den anderen Überlebenden Zuspruch. Und so entstand schließlich der heutige Tag der Erinnerung. Ein Tag, an dem sich Erinnerung und Aufregung vermischen. Danke, Fräulein Lucy, für diese exzellente Zusammenfassung der Geschichte des Tags der Erinnerung. Lasst uns somit unsere Festivitäten beginnen. Okay. Nette Arbeit. Hier ist deine Bezahlung. Sehr schön. So. Platt nochmal in die
müsste eigentlich von allem genug haben in Dischelsche, meine ich. Achso. So, was war es hier jetzt nochmal? Straßenlaternen, jawohl, mein. Und nochmal Straßenlaternen. Die kann sich Higgins von mir aus krallen. Ne? Und mit meinen. Was ist denn das? Sack. Nice. Kriegsrommel. Ey, geil. Im Haus. Alles klar. Ich hab im Haus keinen Platz. Ah, das ist wahrscheinlich nur heute, oder? Weil heute. Mit niedlichen roten Haaren. Gruselig. Ach, die Dinge. Geisterabzeichen. Ach, du Schande. Kann ich heute auch irgendwas mit Geisterabzeichen gewinnen? Oh. Gut. So, ich hätte ein bisschen Durst. So, ich muss mal kurz was trinken. Ich muss aufpassen, dass ich die Tasse nicht umschmeiße. Normalerweise habe ich nämlich meinen Becher habe ich immer in einer normalen Tasse drin. Einer schweren Tasse. So, das war das doch, ne? Jo. Ist alles ohne Datum. Sehr gut. Eisenholzdiele, Carbon, Hartholzdiele. 17 Uhr war es doch, oder? Soll ich noch? Oh. Was? Versuche die Gegenstände zu... Was für Gegenstände? Hallo? Was für... Was ist denn jetzt los? Was für Gegenstände? Ey, ich habe keinen blassen Schimmer, was hier jetzt abgeht. Hallo? Es hat sich aufgehangen. Achso, weil es jetzt 17 Uhr ist, wahrscheinlich deswegen. Upsala. Zu Beginn des Ereignisses, Tag der Erinnerung, werden mehrere Geistabzeichen an verschiedenen Orten der Stadt verteilt. Die Teilnehmer müssen gegenseitig antreten und so viele Abzeichen wie möglich sammeln. Ach du meine Fresse. Okay, 2 Minuten nur. Oder 2 Stunden. Nee, 2 Stunden. In regelmäßigen Abständen erscheinen neue Geistabzeichen auf der Karte. Zeigt die Gesamtanzahl der Medaillen in der Stadt und die Anzahl der... okay. Die besten, ja bla bla, wenn du nicht unter den Top 3 bist, wird dann ohne dein Schrecken... Was? Schreckspritzpistole kann an den Standorten gefunden werden. Sie eignet sich gut zum Einschränken gegnerischer Bewegung. Nur innerhalb der Stadt
des Ereignisses spuken auch einige Geister in der Stadt rum. Pass gut auf. Wirst du von einem Geist oder einer Schreckspritzpistole einen anderen Teilnehmer getroffen, kannst du einige Geister verlieren. Also toll. Oha. Am Ende des Ereignisses werden die erhaltenen Abzeichen entsprechend Rangliste multipliziert. Also der dritte kriegt dreimal mehr als der erste, oder wie? Okay, aha, alles klar. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Okay, wie läuft das jetzt? Okay, die wissen was ich nicht weiß. Was denn? Hä? Ach so. Ach so, die ist, das ist ein böser Geist. Hä? Ich hab keinen blassen Schimmer, was ich hier tun soll. Ach so, die anderen haben schon welche gefunden, deswegen. Ja, wo? Mal dem einfach hinterher. Vielleicht zeigt er mir an, was das ist. Okay. Wie hat er das jetzt gesehen? Ach, die komischen Dinger da. Oh, okay. Richtig gut hier rein manipuliert. Ah, schön. Von irgendjemand habe ich gerade was abgenommen bekommen, glaube ich. Die Mieze. Habe ich denn noch welche oder habe ich die jetzt komplett abgenommen bekommen? Weiß gar nicht, wo steht denn das? ...32 von 40 sind schon gefunden oder wie? Es waren noch hier irgendwelche Lichter angezeigt, aber jetzt nicht mehr, okay.
Es ist nur innerhalb der Stadt, ne? Nicht außerhalb, so wie ich das verstanden habe. Sonst könnte man ja das komische... Das Gruppenfoto. Wen halte ich da bitte schön? Niemanden. Rum oder wie? Steht denn wirklich? Habe ich überhaupt welche? Nee, 25 habe ich nicht. Ich habe keinen blassen Dunsch. Wo sind die alle hin? Oh, zwei Stück habe ich. Wow. Zwei Stück. Das ist, jo, jetzt nicht so rauschend. Also so um die 50 gab's anscheinend. Schön. Oh, cool. Ende der alten Ruine muss irgendwas schiefgelaufen sein. Vielleicht ein gebrochenes Rohr oder ein verrosteter Chemietank. Was auch der Grund sein mag, wir müssen uns schnell darum kümmern. Ich will nicht, dass das Leben meiner Leute dadurch beeinträchtigt wird. Ja, wenn die zwei Gangster werden da irgendeinen Mist gebaut haben. Ne? Ich bin bereit dafür. Mir macht nichts Angst. Okay. Das ist, mit dem ich normalerweise so selten rede. Quatsch, wo wurde Higgins einmal an? Bauchschmerzen können mich nicht aufhalten. Der kleine Tobi. Die Töfte waren letzten Endes nur verherrlichte Dreiräder. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Gut. Oh, 2 Uhr nachts. Huch. Wieso ist meine Axt auf einer komischen Position? Zeichen, hier auch noch reingeschmissen.